Du müsst etwas tun, verdammt nochmal. Ja. Er will sich umbringen. Und zum Gesicht, da gehört der Kopf. Und es wäre ja schade um den Kopf, oder nicht? Der Selbstmörder heißt der neue Abend im Münchner Volkstheater. Eine satirische Komödie des russischen Dramatikers Nikolai Erdmann aus dem Jahre 1928. Regisseurin Claudia Bossert hat den Stoff jedoch gemeinsam mit den Schauspielerinnen und Schauspielern ins Hier und Jetzt versetzt. Denn die Gratwanderung zwischen Leben und Tod betrifft schließlich alle. Spätestens seit der Antike. Na gut, Senor. Jetzt wird's kleinlich. Es geht eigentlich um einen arbeitslosen, der überall nach Aufmerksamkeit schreit und von der Rhetorik rutschen ihm ein paar Sätze raus. Ja gut, dann beende ich halt mein Leben oder du willst mich gar nicht mehr. Und dadurch entsteht quasi wie ein Missverständnis und der Freundeskreis ist überzeugt davon, dass er sich töten will. Und so entstehen eigentlich ein großes Missverständnis, das sich hochkurbelt und ein Business, das dahinter anfängt zu laufen, ob er sich töten will oder nicht und wenn ja, wie und für wen. Und der Selbstmörder an sich wird konfrontiert mit dieser Aufgabe und gewinnt aber da auch Lust daran. Was ist er? Arbeitslos. Einerseits glaube ich, dass das Thema Suizid einfach wirklich durch sämtliche Register mal durchgespielt wird, also wirklich darüber nachzudenken, was ist eigentlich dieser Suizid und wer kann darüber entscheiden, ob man lebt oder nicht, und diese ganzen Gedankenspiele mit Leben und Tod, die ja uns alle betreffen, aber so wenig auch ausgesprochen werden. Ich glaube, das ist irgendwie so die Besonderheit an dem Stück, dass es einfach den Finger drauf hält. So. Ein Orkan der Emotionen, Semyon, im Freitod. Okay. Da steckt doch das ganze Leben drin. Das sind ja alles Gedanken, die zum Leben gehören. Und das hat natürlich auch eine gewisse Inszenierungskraft. Da tritt ein gewisser Größenwahnsinn im Menschen auch auf. Und von dem her fand ich das von Anfang an irgendwie interessant, weil es auch sofort was mit Inszenierung und Theater zu tun hat. Aber dann, also was kommt danach? Das muss doch jemand wissen. Also gibt es ein Leben oder nicht? Der Selbstmörder, ein williger Freitodkandidat als leuchtende Symbolkraft. Neu auf dem Spielplan im Münchner Volkstheater.